Adresse sind Wiesenspringen. Spenden der Lions Club 3 Linie Wiesbaden oder Lions Club Untertaunus 50 Euro für das Behindertenreiten. In diesem Springen werden die Lions unterstützt von Erdling Bedachungen, RNS Radiologie, Strahlentherapie, Linklaters und Bestattungen Stefan Bortmann. Dann geht es weiter nach dem Ochser aus Reitersicht links herum. Liebe Reitsportfreunde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in einem so sonnigen Schlosspark zu Biebrich hier in Wiesbaden. Und wir stehen kurz vor Beginn dieser Prüfung mit einem einmaligen Stechen, dem Preis des hessischen Ministerpräsidenten, so heißt sie. Und wir erleben heute tollen Sport, da bin ich mir ganz sicher, wie schon überhaupt in den Tagen, die dieses Biebricher Turnier hier unterwegs ist. Ein Parcours aufgebaut mit Hindernissen bis zu 1,53 Meter Höhe. Es sind insgesamt 13 Hindernisse zu überwinden mit 16 Sprüngen, weil eben auch eine 200- und eine dreifache Kombination dazu gehört. Und dann haben wir eine Parcourslänge von 525 Meter. Das zu galoppierende Tempo ist 400 Meter pro Minute und somit beträgt die erlaubte Zeit 79 Sekunden. Wir müssen uns noch so ein klein bisschen gedulden, bis gleich das erste Paar unterwegs ist. Sie werden natürlich bei uns im Stream alle Paare live erleben, bis das Springen entschieden ist. Parallel dazu, und da wundern Sie sich bitte nachher nicht, wenn ich nochmal mich wiederholen müsste, sind wir ja auch im HR-Fernsehen ab 15.30 Uhr live, wenn ich Sie dann nochmal begrüße und vielleicht einige Details Ihnen nochmal mitteile. So, aber jetzt schauen wir gemeinsam auf das erste Paar, nämlich auf Katharina von Essen, die ihr bestes Pferd gesattelt hat für diese Prüfung, nämlich Siluna NRW, eine westfälische Stute von Kornitz Stern. Ein Paar, das schon Anfang des Jahres beim Hallenturnier in Münster sehr erfolgreich unterwegs war. Beim zweitschwersten Springen im sogenannten Championat durch dort Platz 2 belegte und dem großen Preis Platz 11. Und dieser große Preis war mit Hindernissen bis zu 1,60 Meter Höhe sogar ausgestattet in einer kleinen Halle. Und insofern ist das natürlich hier ein ganz anderes Areal. Und dann kommt natürlich in Wiesbaden noch dazu, dass sie durch die Bäume immer wieder ein gewisses Licht- und Schattenspiel auch miterleben, wo die Pferde in das Dunkle quasi hineinspringen, aus dem Dunklen hinaus. Kleine Dinge, die es woanders auf der Welt so überhaupt nicht gibt. Der Parcours beginnt mit einem normalen Stallsprung, der knapp 1,50 Meter hoch ist. Und dann schauen wir mal, dann geht es mit 7 Galoppsprüngen ganz normal weiter, geradeaus zum Ochser. Erstmal die längeren Linien. Teilweise etwas geschwungen, gebogen. Wie hier zu Sprung 3. Auch jetzt der Ochser, Sprung Nummer 4, 1,50 Meter hoch. Insgesamt eine Weite oder Tiefe von 1,60 Meter. Kommt jetzt die erste Distanzaufgabe mit dem Stallsprung. 7 Galoppsprünge danach Ochser und dann 6 Galoppsprünge dahinter. Nach diesem Ochser die zweifache Kombination. So, jetzt holen sich die Paare oben an der kurzen Seite den nächsten 1,53 Meter hohen Steilsprung ab, um jetzt durch die Diagonale die Linie über die dreifache Kombination zu beginnen. Ochser, Doppelrick, schmaler Ochser also, Steilsprung. Und jetzt 5 lange Galoppsprünge zum sehr schmalen Steilsprung. Und das kann natürlich ganz schnell zu einem Abwurf, wie in diesem Fall hier auch, führen. Jetzt ein relativ schmaler Ochser. Die Linie führt weiter, auch in der vorgegebenen Distanz, mit 5 kürzeren Galoppsprüngen. Die Pferde, die so ein bisschen nach vorne geritten werden mussten, würden sich natürlich jetzt enorm umstellen. Und so kann es sehr schnell, wie in diesem Fall auch, zu Folgefehlern im Parcours kommen. 4 Abwürfe, also 16 Punkte für Katharina von Essen. Ich sagte es Ihnen ja schon, wir haben ein Springen mit einem traditionellen einmaligen Stechen um den Sieg. Erfahrungsgemäß dann, wenn wir 2 fehlerfreie Ritte in Führung haben oder gar mehr, dann kommt es dazu. Toll besucht Wiesbaden auch schon gestern und vorgestern. Heute sind noch nicht alle wieder auf den Tribünen, weil sie nutzen auch die Zeit, um ein bisschen flanieren zu gehen, hier auf diesem herrlichen Areal. Und unterwegs ist ein sehr erfahrener Mann, der mehrfach bei Welt- und Europameisterschaften schon unterwegs war, auch bei Olympischen Spielen, nämlich Manuel Fernández Saro aus Spanien.
diesem Pferd, auch schon im vergangenen Jahr auf diesem Level in großen Preisen, toll platziert, Zweiter beispielsweise in Saint-Tropez gewesen. So, hier muss man die Pferde so ein bisschen normal, ein bisschen kleiner halten in der Länge des Galoppsprungs, in dieser Linie, die wir eben sahen. Und jetzt auch ganz normal reinspringen mit zwei Galoppsprüngen und einem Galoppsprung zwischen den Hindernissen der Dreifachen. Und jetzt müssen die Pferde sehr schnell auf die Hilfen des Reiters reagieren, um die Galoppade zu verlängern und dabei stabil bleiben im Absprungverhalten. So, jetzt nach dem Hochweitsprung Galoppade deutlicher verkürzen. So, und jetzt, wenn eigentlich die Pferde am Ein- und Ausritt vorbeikommen und denken, das war's, steht da nochmal der dickste Ochser dieses Parcours mit 1,50 Meter vorne und hinten hoch, 1,70 Meter in der Weite und dann noch luftig mit einem Wassergraben darunter. Und das war ein brillanter Ritt hier von Manuel Fernandez Saro. Fehlerfrei, also schon mal die erste fehlerfreie Runde gleich mit zu Beginn des Springens. Dann kommt Franco und Matthias Wörmitten Johansen aus Dänemark. Übrigens die erlaubte Zeit, ich höre es gerade, vielleicht haben Sie es mitbekommen mit meinem Stadionsprecher, die 79 Sekunden ursprünglich betrug, ist jetzt auf 77 Sekunden reduziert worden. Das ist innerhalb von drei Pferden zu Beginn der Prüfung, die auch den Parcours beendet haben, durchaus möglich. Und Matthias Nørreden Johansen, der Däne, ist schon länger in Deutschland beheimatet. Zunächst in Schleswig-Holstein, in Elmshorn, hat es ihn vor einigen Jahren dann an den Chiemsee auf Gut Ising gezogen. Dort arbeitet er im Stall des früheren Bundestrainers des deutschen Springsportnachwuchs von Dietmar Gugler nämlich. Mit Franco hat er ein Pferd, das er auch erst wenige Monate im Stall hat. 10 Jahre alt, ein Westfale von Firth of Lawn. So, bisher sehr, sehr stark, was der 29-Jährige hier uns zeigt. Aber jetzt kommt eigentlich dieses Thema, kurze 5. Lässt er sich gut aufnehmen, sehr, sehr achtsam in der Beintechnik, das Pferd. Großartiger Ritt hier und in der Zeit geblieben, 75,06. Und damit wissen wir jetzt schon, es wird ein Stechen geben heute Nachmittag hier in Wiesbaden. Und viele kennen ja noch und können sich daran erinnern an Firth of Lawn, den Vater dieses Pferdes, mit Katrin Eckermann so erfolgreich, in Global Champions Touren siegreich gewesen. Tollen Prüfungen und er ist dem Papa wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten und auch in seiner Qualität hat er ganz viel davon übernommen. Toller Erfolg hier für Matthias Nørreden Johansen, im Stechen dabei zu sein. Henrik Jan Schrottert aus den Niederlanden, der schon vor 10 Jahren zur Spitze des niederländischen Sports hörte, in so vielen Nationenpreisen mit der niederländischen Equipe auch siegreich war, dann immer wieder auch Pferde verkaufte, junge Pferde aufbaute. Schauen wir, wie es jetzt mit diesem 10-jährigen Pferd Nova Scotia Z klappen könnte, von Nabab de Reve übrigens abstammend. Der Mann in den Niederlanden zu Hause in Ommen auf der eigenen Reitanlage der Eltern.
Klein bisschen unachtsam hier. Aber Sie sehen ja vom Pferd her kein Problem. Aber das sind so die Momente gerade zum Ende des Parcours hin. Nochmal der Ochser, wo es zum ersten Abwurf kam, schmal gebaut, in den Schatten gestellt. Zum Schluss dieser Ochser mit dem angedeuteten Wassergraben darunter. Und insofern dann zwei Abwürfe für Hendrik Jan Schuttert aus den Niederlanden. Seine absolut passionierten und auch erfolgreichen Reitsportfamilie kommt ja Marie Schulze-Topphoff aus Havixbeck. Ihr Bruder Philipp wird später auch noch starten. Marie, 26 Jahre alt, von der Pike auf den Sport gelernt. Vor allem auch von ihrem Vater Bernd Schulze-Topphoff war sie schon vor über 10 Jahren mit der Pony-Equipe bei den Europameisterschaften auf dem Treppchen als Silbermedaillengewinnerin. Sehr ansehnlicher Ritt, zweimal einfach nicht hoch genug gesprungen, kann man leicht sagen. Insofern sind es dann 8 Punkte für Marie Schulze-Topphoff und Willi May. Viktor Bettendorf, der Luxemburger. Er und seine Schwester Charlotte, sehr erfolgreich im internationalen Sport. Er noch mit einem leichten Vorsprung, was die Meritensammlung anbetrifft. Hat er mit seinem Top-Pferd Mr. Tag in diesem Jahr beispielsweise den 5-Sterne-Grand-Prix in Paris gewinnen können. Heute unterwegs mit Big Star de Forêt von Untouchable. Schön die Ruhe drin halten, Galoppade verkürzen. Auch in der weiten Distanz. Und da müssen wir jetzt darauf achten, wie er das zum Steinsprung geregelt bekommt. Ah, klasse. Und Zeit passt auch. Paar Nummer 3 für das Stechen. Big Star de Forêt und Viktor Bettendorf. Da gibt es auch einen Applaus natürlich, auch für die Pferde. Gut, wenn wir jetzt so ein kleines Zwischenfazit schon mal loswerden wollen, dann muss man sagen, wir haben eine 50%-Quote. Das heißt, von 6 Paaren, die unterwegs waren, 3 fehlerfreie.
wenn man normalerweise von einer 25%-Quote ausgeht, ist das schon sehr üppig. Der Parcours ist sehr gefällig gebaut. Er hat natürlich seine Aufgabenstellung, aber sie sind nicht jetzt wirklich so, dass man unwahrscheinlich überaktiv auch eingreifen müsste als Reiter im Sattel, um die Galoppade deutlich zurückzunehmen oder eben mehr Impuls zu setzen. Insofern haben wir manchmal auch in Springen am Anfang mehrere Nullfederritte und dann gibt es erstmal ein Loch. Aber gleich geht es weiter. Übrigens kommen gleich die Zuschauer im Fernsehen dazu, im HR-Fernsehen, 15.30 Uhr ja dort der Live-Beginn. Wir halten ein bisschen inne und ich darf Ihnen jetzt schon sagen, der im Moment erfolgreichste hessische Springreiter wird dann unser nächster sein mit seinem selbstgezüchteten Pferd. Ulrich Hensel wird da sein. Genießen Sie so ein bisschen diesen Blick hier in diese Einzigartigkeit des Schlossparks. Gleich bin ich wieder zurück und dann gemeinsam auch für die Zuschauer des HR-Fernsehens. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Reitsportfreunde, schön, dass Sie eingeschaltet haben und bei diesem Klassiker dabei sind, heute hier im Schlosspark zu Biebrich beim Pfingstturnier in Wiesbaden. Und das ist diese Einzigartigkeit der Atmosphäre mit den großen Bäumen hier, mit einem Charme, die das gesamte Turnier ja auch letztendlich ausstrahlt. Und da haben wir mittlerweile schon den Prüfungsbeginn erlebt in dieser Prüfung heute mit einem einmaligen Stechen um den Sieg. In wenigen Augenblicken kommt das nächste Paar und das ist der aktuell beste hessische Springreiter, erfolgreichste hessische Springreiter, nämlich Ulrich Hensel. Und wir haben ein Springen, wie gesagt, mit Normalparcours und einmaligem Stechen, dass es zu einem solchen kommen wird, steht jetzt schon nach 6 Paaren fest. Aber im Normalparcours darf man die Hindernisse bis zu 1,53 Meter Höhe nicht unterschätzen. Länge der Bahn 525 Meter, erlaubte Zeit 77 Sekunden. Das ist gut einzuhalten bei 400 Meter Tempo pro Minute in der Galoppade. Wir haben eine zwei- und eine dreifache Kombination dabei. Entsprechende Distanzen, in denen mal der Galoppsprung etwas verlängert werden muss oder auch verkürzt, aber angenehm gestellt, sodass nicht allzu großes Kopfzerbrechen bisher zu sehen war, weder im noch unter dem Sattel, wie man die Aufgaben schafft. Aber wir sind ja auch mit diesen Pferden heute teilweise wieder morgen unterwegs im großen Preis. Für Sie dann natürlich auch in der Kooperationsübertragung der Aufstiegsfeier mit SV Darmstadt 98 und dem großen Preis hier von 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Also alles, was das hessische Sportherz begehrt und erfreut, werden wir gemeinsam erleben. Und da ist der Mann aus Ortenberg, Ulrich Hensel. Jeden Morgen um 3:30 steht er schon in der Wurstküche des familieneigenen Unternehmens, seiner Metzgerei. Und erst mittags hat er dann die Zeit, wenn die Arbeit erledigt ist, in den Stall zu gehen, um im Sattel der Pferde Platz zu nehmen. Vor allem eines Pferdes, nämlich Europa, das selbst gezüchtet wurde von der Familie, das er von der Pike auf aufgebaut hat. Jetzt schauen wir mal, Steilsprung, Ochser, die erste normale Linie. Mit den gebogenen Linien weiter auseinandergestellt die Hindernisse. Erstmal ein freundlicher Einstieg. Und durch die Länge der Bahn kommt jetzt die Distanzaufgabe vom Steilsprung zum Ochser mit 7 Galoppsprüngen. Und vom Ochser zur zweifachen Kombination dann mit 6 etwas kürzer gerittenen Galoppsprüngen. Einer der 1,53 Meter hohen Steilsprünge, der hier auch nur gerade sehr luftig mit 3 Stangen ausgestattet sich präsentiert, ist der Vorlauf dann zur in der Diagonale sich fortsetzenden dreifachen Kombination. Leider nicht genügend Schwung, ein bisschen groß reingekommen, nicht genügend Tempo mitgebracht. Für die 5 Galoppsprünge lang, hinten raus zum nächsten Steilsprung, kein Problem. Jetzt der Ochser, einer dieser schmalen Sprünge hier, einer der schmalen mit 5 kurzen Galoppsprüngen weiter zum Steilsprung. Und noch einmal 1,50 Meter mal 1,70 Meter messend, der Schlussochser.
ja, überraschend, weil es passt nicht so richtig, das heutige Bild, zur Gesamterscheinung der Leistung in den internationalen Top-Grand Prix in diesem Jahr. Da waren sie in Neumünster im Februar 4., in Hagen im April 8., in Mannheim Anfang Mai 5. in den großen Preisen. Auf diesem Level sogar noch schwerer gebaut. Aber Pferd kann ja auch mal einen Tag haben, wo es nicht so läuft. Ich vermute, dass wir ihn morgen definitiv wiedersehen werden im großen Preis. Ja, viele gute Pferde. Wir freuen uns, dass er hier ist mit Investment. Hier ist der Ruhe Dröder aus den Niederlanden. So, und wenn wir gerade hier eines der Flugzeuge gesehen haben, dann könnte ich jetzt so ein bisschen sagen, und dieser Mann ist ein absoluter Überflieger dieses Sports. Er hat neben Hans-Günter Winkler ein so großes Geschichtskapitel der Hippologie geschrieben, denn neben Winkler ist Jeroen Dubbeldam der einzige Sportler im Springsport, dem es gelang, Einzel-Europa, Einzel-Weltmeister und Einzel-Olympiasieger zu werden. Das ist schon ein paar Jahre her. Dubbeldam hat sich so ein bisschen jetzt auf junge Pferde fokussiert und hat genau dieses junge Ensemble 9- und 10-jähriger Pferde mit nach Wiesbaden gebracht, die jetzt so langsam erst hineinwachsen in das, wo er schon seine großen Medaillenerfolge feiern konnte. Übrigens auch als Mannschafts-Europa- und Mannschaftsweltmeister. Und die zahlreichen Papageien zwischendurch immer zu hören, kann ja schon fast sagen, ein akustisches, aber auch optisches Wahrzeichen dieses Schlossparks. So, jetzt nochmal Daumen drücken. Die Zeit ist gut für Jeroen Dubbeldam. Und dann gehört er zu den Stechteilnehmern hier in Wiesbaden am heutigen Nachmittag. 2000, als er die olympische Goldmedaille gewann, da ging es los, dann hat er Aachen den großen Preis gewonnen. Alle anderen Erfolge bis inklusive 2015, wo er Einzel- und Mannschaftseuropameister in Aachen wurde, damals mit Zenit, reiten sich dazu. Mittlerweile 50 Jahre alt. Ein absolutes Vorbild. Jeroen Dubbeldam. Aus Irland, Ireland. Ja, sogar ist nach Kalifornien international unterwegs gewesen. Jetzt bin ich da. Erna Duff sehen wir hier, die natürlich mit diesen Erfolgen nicht annähernd aufwarten kann. Sie ist schon mal vor ein paar Jahren bei der U21-Europameisterschaft mitgeritten. 26 Jahre alt und steht eigentlich noch relativ früh erst auf dem Sprung zu diesen Aufgaben, die hier gefordert werden, heute und auch morgen. Ist so bisher auf internationalen 1,45 Meter, 50 hohen großen Preisen unterwegs gewesen. Aber auch hier diese Aufgabe toll gelöst. Das Pferd schön gerade gestellt zum Ochser, gerade gehalten in der Linie. Und dann kollidiert sie nur einen Wimpernschlag mit dieser erlaubten Zeit von 77 Sekunden. Ein Zeitstrafpunkt für jede angefangene Sekunde gibt es das ja. Insofern knapp am Stechen vorbeigerutscht. Aber ein großartiger Auftritt hier von Anna Duff hier.
Habe ich in den letzten Wochen öfters auf internationalen Turnieren gesehen, habe schon gemerkt, welchen Schritt sie noch mal nach vorne gemacht hat und heute bestätigt das das Ganze auch. Und im Gegensatz zu der Iren, die wir jetzt sahen, ist ihr Landsmann ein ganz anderes Kapitel des Springsports, der schon bei Olympia dabei war, in London 2012, zweimal bei Welt- und Europameisterschaften, nämlich Billy Toomey, der in Großbritannien lebt. Billy Toomey sitzt auf El Torrio de Mus, nein, auf Uriko, Entschuldigung, und ein noch neunjähriges, also junges Pferd für diese Aufgaben. Aber mit Chad Bott war er in diesem Jahr beispielsweise im Top-5-Sterne-Grand Prix, das ist ja das höchste Level überhaupt, in Abu Dhabi Zweiter gewesen. Und damit der 46-jährige Ire Billy Toomey dabei im Stechen. Mit Uriko. Gut, die Hälfte aller Paare bisher strafpunktfrei. Hohe Quote, klar. Schauen wir, ob es so weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über 20 fehlerfreie Ritter haben. Wir werden bei einem Feld, was 647 Paare im Normalparcours uns präsentiert. Aber da haben wir natürlich auch die Routine im Sattel und auch unter dem Sattel. Jetzt hier mit Bernardo Cardoso, der Recente Alves, ein Brasilianer, der schon Olympische Spiele und mehrere Weltmeisterschaften bestritten hat. Ein Partner hat hier, mit dem er auch schon international vor einigen Jahren zusammenkam, internationale große Preise gewann. Bourg-en-Bresse beispielsweise auf dem Level eines großen Preises von Wiesbaden morgen. Die Tücke des Objekts beim Einsprung der Kombination, die weiße Planke. Zum ersten Mal, dass sie jetzt hier gerade gefallen ist in diesem Springen. Auch so ein bisschen in sich festgehalten, das Pferd an diesem drittletzten Hochweitsprung hier, den wir hatten dort am drittletzten Hindernis, sind es 8 Punkte für Bernardo Alves. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir natürlich immer wieder die Hindernisse einmal im wirklichen Schatten stehen haben, in der Sonne und wie bei uns Menschen ja auch, wenn sie so vom Hellen ins Dunkle kommen oder umgekehrt, natürlich auch erstmal die Augen sich so einen kurzen Moment dran gewöhnen müssen. Bei den Pferden sicherlich manchmal auch und eben auch bei manchem Reiter. Aber das ist Wiesbaden und das wissen sie alle und trotzdem lieben sie alle, die hierher kommen, dieses Turnier. Maximilian Weishaupt
gehört auch dazu. Der Mann aus Jettingen, der Nexus reitet. 17 Jahre alt ist dieses Pferd mittlerweile schon. Dieser Holsteiner von Nekton. Gestern in einem Springen über 1,45 Meter, 50 hohe Hindernisse hat er mit ihm sogar den Sieg feiern können. Hat hier schon einen frühen Abwurf. Vermutlich reitet er morgen ein anderes Pferd, Humerta Incipit, mit dem er noch am vergangenen Sonntag in München im Großen Preis Dritter wurde. Übrigens, für diejenigen eine kurze Information, die sich wundern sollten, Moment, Weißhaupt, den Namen kenne ich aber nicht Maximilian so sehr. Er ist der jüngere Bruder des natürlich deutlich bekannteren und erfolgreicheren Philipp Weißhaupt. Der kommt natürlich später auch noch hier. So, und am Ende wurde es doch ein bisschen zu tief. Und damit 12 Punkte für Maximilian Weißhaupt. Wir sind gespannt, wie der Familienvergleich am Ende ausgeht heute zwischen Maximilian und Philipp Weißhaupt. Und so ein Kapitel haben wir nachher ebenfalls noch, das jetzt gleich startet, mit einem jungen Mann aus Argentinien. Da sehen wir ihn, Matthias La Rocca. Mit dem 14-jährigen Pferd Ermindo. Und am Ende des Springens erwarten wir dann seinen Vater übrigens, der auch große Championate schon geritten ist, José María La Rocca. Wenn Sie hier diese leere Tribüne sehen, dann sollten Sie nicht irritiert sein und meinen, ach, da ist ja keiner in Wiesbaden. Vorhin war hier so eine sportliche Schaunummer, Jump and Drive mit Kutschen und Springen. Da war die Tribüne voll. Nur bei diesen sehr schönen Temperaturen, die wir haben und dem Sonnenschein, ist das quasi im Grunde genommen die Cabrio-Tribüne, wo Sie hier auch sich schnell einen Sonnenbrand holen. Deshalb sind viele, die einen Sitzplatz dort haben, eher jetzt im Schatten entschwunden. Und der Reiter wird es auch nach den Abwürfen, gibt er zur Schonung seines Pferdes auf. Denn von den 52.000 Euro Preisgeld, die es heute insgesamt gibt, kriegt er nicht einen Cent mit dem Ergebnis ab, wenn es dabei geblieben wäre. Eine weitere Reiterin, meine Damen und Herren, die noch unter U25 bewirkt. Sie ist 24 Jahre alt. Da steht schon das nächste Paar bereit. Mit Corcovado LNRW und Marie Ligges. Dieser Westfale, elfjährig von Cornet Obolensky abstammend, der mit seiner Reiterin in diesem Jahr den großen Preis, einen traditionellen großen Preis gewinnen konnte in der Halle Münsterland beim Hallenturnier in Münster. Die Enkeltochter des früheren Mannschafts-Olympiasiegers im Springreiten von 1972 von Fritz Ligges. Jetzt unterwegs. Feine Reiterin, schöne Stilistin. Immer unterwegs mit ihrem Papa, der auch ihr Trainer ist. Zu sehen, eben beim Steilsprung, wie die Reiterin einfach den Rhythmus hielt, still sitzen geblieben ist, schön die Hand unten hält und hier für
einen kleinen Tick zu wenig Go nach vorne hatte und deshalb an der zweiten Stange des Ochsers den Hinterhandfehler bekam. Hier so ein bisschen stark nach vorne. Sie muss ihn dann in so einer engeren Distanz auch sehr, sehr klein halten. Und dann ist das so ein bisschen weggebrochen, was bis dahin so perfekt ausschaute. Und dann sind es nur diese kleinen Momente, die dann auch im Körper des Pferdes zu einer leichten, ich sag jetzt mal, Verspannung ja führen können, dass sie ein bisschen festmachen, die mir so ganz locker im Rücken abdrücken und aus einem Nullfederritt werden bei den letzten vier Hindernissen noch ein Zwölffederritt. Passt nicht zur Klasse des Paares, aber liegt in der Natur der Sache, dass es jedem mal passieren kann. Und diese Reiterin kennt es so lange und so erfolgreich. Schön, dass sie hier ist. Penelope Leprevaux, die Französin. Ihr größter Erfolg, nicht, dass sie zweimal mit der französischen Equipe WM-Silber gewann oder auch bei den Europameisterschaften WM-Silber, sondern vor allem 2016 in Rio Mannschafts-Olympiasiegerin wurde. Wurde ihr bestes Pferd verkauft an Pius Schwitzer und insofern muss sie jetzt auch ein bisschen wieder an ihrem Comeback arbeiten auf dem internationalen Top-Level, wo sie für längere Zeit die beste Amazone der Welt auch war. Vielleicht das Pferd, Bingo del Tendu von Avigo d'Arzuel, vergangenen Sonntag noch Zweite im Großen Preis von Münster mit diesem Schimmel geworden. Von München, Entschuldigung. Und sie ist im Stechen, Penelope Leprevaux. Die Reiterin aus der Normandie. Stilistisch immer wieder eine Augenweide, wie sie zu Pferde sitzt. Welche Eleganz, in welcher hervorragenden Balance sie im Sattel sitzt. Die Pferde begleitet. Ganz großer Sport. Dieser Mann sieht ein solches Turnier auch nicht so häufig, nämlich Adrian Schmid, der in Baden-Württemberg in Sauldorf-Boll wohnt. Er reitet für die Schweiz. Mit 40 Jahre alt, hat in internationalen großen Preisen bis zu 1,50 Meter hoch aufgebaut die Hindernisse, aber auch schon in den vergangenen Jahren sehr schöne Ergebnisse gehabt. Auch in diesem Jahr, als er in einem der großen Preise dort in Österreichs Stadel Paura Dritter wurde. Man gehört hier eher zu den Außenseitern. Der nächste, der dann kommt, schon wieder ein Big Name und zu den Favoriten zu zählen. Aber trotzdem, Respekt, das hat er gut hingekriegt, Adrian Schmid hier. Mit Chicharito, diesem Holsteiner von Casalito. 8 Punkte, aber der Sache absolut gewachsen. So, und ein Big Name, ich kündigte ihn schon an, kommt jetzt. Der Mannschafts-Europameister wurde 2017 in Göteborg, da hat er auch Einzelbronze gewonnen. Genauso wie er schon 2012 bei den Olympischen Spielen die Einzelbronzemedaille gewinnen konnte, nämlich der Ire Keen O'Connor. Auch er so in der
Belletage, ein bisschen Abstinenz, arbeitet sehr viel als Trainer, sehr erfolgreich. Muss dann auch immer wieder junge Pferde rausbringen. Hat hier mit einem 9-jährigen Pferd ein klassisches Beispiel dafür, mit Yves Dilly von Classic Bramago. Insofern profitiert natürlich ein so junges Pferd auch von der reiterlichen Erfahrung, der dann manchmal auch so ein bisschen vielleicht mal besser helfen kann. Und vor allem cool bleibt. Ja, und auch wenn es zum Abwurf kam und Zeitstrafpunkte ergeben sich aufgrund dessen, was ich vorher schon versuchte zu erklären. Junges Pferd, unerfahren. Der Reiter bleibt cool, nimmt sich auch ein bisschen die Zeit. Aber am Ende hat das Pferd so viel mitgenommen aus einem solchen Kurs, auch so viel Selbstbewusstsein. Und hat ja auch gezeigt, welche Grundqualität in dem gerade mal 9-jährigen Pferd wirklich auch vorhanden ist. Und dort, wo Keen O'Connor seine olympische Bronzemedaille gewann, nämlich am Fuße der Themse in London 2012, war er auch dabei als Starter seines Heimatlands für Mexiko, nämlich Nicolas Pizarro. Er allerdings 41 Plätze in der Einzelwertung hinter O'Connor. Aber der Mann kann reiten mit seinem Pferd Pia Contra, sein Top-Pferd, war erst noch in der vergangenen Woche im Großen Preis von Hamburg auf höchstem Level Vierter gewesen. Hinter übrigens dem Sieger Gerrit Nieberg und Ben. Und auch Gerrit Nieberg ist ja hier in Wiesbaden wieder am Start. Und Andrea hat ein 9-jähriges Pferd hier gesattelt. Auch dieses Pferd noch nicht so vertraut mit diesen Aufgabenstellungen, auch diesen Höhen der Hindernisse. Aber trotzdem, es kann sich sehen lassen mit 8 Punkten. Und das Publikum, sowieso ein sehr fachorientiertes Publikum, nimmt jedes Paar, egal mit welchem Ergebnis, immer wieder herzlich in Empfang. Wenn es ins Ziel kommt, dreifache Kombination. Schauen Sie mal, hell erleuchtet der Einschwung und auf einmal wird es fast schon so ein bisschen stockduster. Und auch wenn das ein Doppelrick ist, also ein schmaler Ochse, Pferd noch mal so ein bisschen zurückkommen musste hier, da muss man so achtsam sein, dass man die Fokussierung auch wirklich behält für die gesamte Linie und schon die Stabilität für den anschließenden Steilsprung auch sich beibehält. Mit Johanna Beckmann haben wir eine neue Farbe auch hier in Wiesbaden. Johanna Beckmann, die im vergangenen Jahr noch in der U21-Nationalmannschaft mit der deutschen Equipe die Silbermedaille bei den Europameisterschaften gewinnen konnte. Gebürtig in Schleswig-Holstein, in Löningen zu Hause, hier mit einem 11-jährigen Pferd von Emerald Emily. Übrigens, Emily ist auch das Pferd, was sie im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft so erfolgreich ritt.
bisschen zu viel Go nach vorne, kam das Pferd eine Nuance zu dicht heran an den Absprung oder an den Stallsprung mit seinem Absprung. So, hier wurde es recht weit, weil sie etwas groß reinkam in die Dreifache. Ja, aber man sieht, welch tollen Reiternachwuchs man hier in Deutschland hat. Mit nur 4 Punkten. Und hätte sie das Tempo vor der Zweifachen ein klein bisschen besser regulieren können, wäre sie ja locker im Stechen heute dabei, Johanna Beckmann. Jetzt alle an den Start, zusammen mit Ruben Rock aus den Niederlanden, Netherlands. Kleiner Schwenk draußen. Dort sieht man einen Teil des Wiesbadener Schlosses. Und wieder im Parcours sehen wir Ruben Romp mit Hanouk, ein niederländisches Pferd, diese 11-jährige Stute. Ruben Romp, der in Göteborg bei der EM 2017 auch schon sein Land vertrat. Damals wurden die Niederländer übrigens 6. im Mannschaftsergebnis. Hat natürlich den Reitsport von der Pike auf lernen können bei einem ganz großartigen Reiter vergangener Zeiten, seinem eigenen Vater, nämlich Bert Romp, der ja auch bei Olympischen Spielen die Niederlande vertrat. Mr. Blue haben viele noch in Erinnerung. Das war eines dieser tollen Pferde von Bert Romp. So, wird es das 7. Paar für das Stechen? Denn das halbe Dutzend haben wir ja schon für das Stechen. Deutliches Aufnehmen für die enge Distanz auf 5 Galoppsprüngen. Und jetzt natürlich den passenden Absprung für diesen hohen und weiten Ochse. Und dann ist er dabei, Ruben Romp. Paare bislang im Stechen, aber die deutsche Flagge ist dabei noch nicht präsent. Aber es gibt doch genügend Möglichkeiten, um das zu verändern. Wer ist wohl der Jüngste hier im Starterfelde? Dieser junge Bursche, 18 Jahre alt, Tom Walkman. Sein etwas älterer Bruder reitet nachher auch noch. Trainiert werden sie von Keane O'Connor. Also ein Abwurf, der eigentlich nicht zwingend ist, weil er ohne eine große reiterliche, ja, ich sag jetzt mal Maßarbeit zuvor, durchaus verhinderbar ist. Keine Distanzaufgabe, so wie in diesem Fall zur zweifachen Kombination. Hat er nochmal den Rhythmus richtig unterbrochen nach dem Malheur in der Dreifachen zum Steilsprung hin und dann der Folgefehler automatisch. Zum leichten Fehler angefangen.
gab es dann doch in der dreifachen Kombination über die Abstimmungsschwierigkeiten weitere Fehler und auch im Anschluss daran, sodass Tom Walkman jetzt gemütlich auf der Teilnehmertribüne Platz nehmen kann und den Ereignis weiter als Zuschauer dann eben dabei zu sein. Julia Anquetin aus der Nähe von Rouen sehen wir hier. Jesus de Fougnard, sein Pferd, mit dem er schon vor 2 Jahren auf diesem Level, wie morgen auch der große Preis von Wiesbaden, ausgeritten wird, in Saint-Tropez Fünfter war, im Grand Prix an der Côte d'Azur. Auch hier im Schatten das Hindernis mit den roten Stangen, einfarbig. Vielleicht auch so ein bisschen mit Grund, dass das Pferd das etwas schwieriger in der Höhe taxieren konnte und dadurch einen Fehler hatte. Pferd hat nicht den längsten Galoppsprung, hat der Reiter auch gut umgesetzt nach der Kombination zum anschließenden Stallsprung. Deshalb diese Aufgabe jetzt relativ leicht fallend für das Pferd, mit 5 Galoppsprüngen zu verkürzen, bleibt das Pferd in der Galoppade relativ normal. In der Länge des Galoppsprungs bleibt bei 8 Punkten, aber nicht dabei im Stechen. Und da drücken viele jetzt dem nächsten Starter ganz besonders die Daumen, dass er es schaffen mag. Gestern noch mit seinem Top-Vielseitigkeitspferd Fischer Chipmunk siegreich in der kurzen 4-Sterne-Prüfung hier in der Vielseitigkeit gewesen. Hat er einige Springpferde dabei. Zu der erst neuen Garnitur zählt auch hier Fischer Du Power von Namelus, 12 Jahre alt, Michael Jung. Ein hervorragender Springreiter mit Chelsea unter anderem in diesem Jahr auch schon auf einem bis zu 1,60 Meter hochgebauten großen Preis Belgiens in Opklabeck siegreich gewesen. Der Vielseitigkeitsreiter überhaupt, mehrfacher Olympiasieger, Welt- und Europameister, übrigens aktueller Mannschaftsweltmeister ja in der Vielseitigkeit. Mit Chipmunk. Klasse Runde von Michael Jung hier. Mit Fischer Du Power qualifiziert für das anschließende Stechen. Das ist einfach feines Reiten hier von Michael Jung. Auch zur dreifachen Kombination hin, wo er so ein bisschen noch mal mehr Bein geben musste. Aber die Hand bleibt einfach ruhig unten stehen. Auch hier beim Zurücknehmen des Pferdes zum vorletzten Hindernis, auch zum letzten Sprung. Er ist immer mit seinen Vorbereitungen fertig, wenn er zum Sprung kommt. Und sehr aufgeregt, kann es kaum erwarten, loszulegen. Hier Vega de la Roche von Diamant de Semilly. Diese 14-jährige Stute und der Federico Fernandez aus Mexiko.
Auch er hat schon zahlreiche Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bestritten in seinem Leben. Fast 30 Jahre schon im internationalen Spitzensport zu Hause. Überhaupt nicht richtig im Fokus gab diesen Ochser, wo es zum zweiten Abwurf kam. Damit für den 55-jährigen Mexikaner für heute erst einmal Feierabend in diesem Springen. Trotzdem schauen Sie, wie er sein Pferd lobt. Nicht so die optimale Distanz immer dort bekommen, wo es eben zu den Abwürfen kam, die Absprungdistanz. Kleiner Blick hinaus, da gibt es eine große Zeltstadt mit allem rund um das Pferd. Und genau auf dem Center Court jetzt wieder zurück. Hans-Dieter Dreher, der Mann aus dem Süden Baden-Württembergs, aus Eimeldingen mit Festmal de Cotis. Pferd, das mit ihm im vergangenen Jahr das sogenannte Championat von Hamburg gewinnen konnte. Mit Elysium ja noch vergangene Woche dort Zweiter in diesem Springen und auch Zehnter im großen Preis gewesen. Bisschen Pech für Hansi Dreher. Die Konkurrenz, die sich für das Stechen qualifizieren konnte bislang, wird ein bisschen durchatmen. Denn wenn er im Stechen dabei gewesen wäre, hätte er definitiv zu den Mitfavoriten gezählt. Einem Pferd, das dann auch die Übersicht bei höherem Tempo gut bewahren kann. So, und hier einfach nur ein bisschen zu tief gesprungen am Aussprung der dreifachen Kombination. Er hat ja vorhin schon gesagt, wir haben so ein paar Familienduelle heute bei den Weißhauptbrüdern, das steht noch an, bei Papa und Sohn La Rocca. Aber hier haben wir es zwischen Gatten und Ehefrau. Federico Fernandez, eben gerade erst unterwegs gewesen, verheiratet mit Paola Amelibia, eine Spanierin, die allerdings auch für Mexiko jetzt startet. Wirklich gute Reiterin. 2014 war sie auch in Caen bei den Weltreiterspielen dabei. Übrigens die erste Frau
in einer spanischen Springsport-Equipe gewesen. In Deutschland war dies damals Meredith Michaels-Bärbaum. Beim Championat. Vorzüglich gemacht hier von Paola Melibia. Sicher qualifiziert für das anschließende Stechen. 9 Paare haben wir mittlerweile für das Stechen qualifiziert. Bisschen mehr als die Hälfte der Starterpaare des Normalparcours haben wir hinter uns. Es wäre auch keine Überraschung, wenn die nächsten beiden diesen Sprung schaffen sollten. Der in Niedersachsen in Stade beheimatete René Dittmar mit Korsika, der 10-jährige Holsteiner Stute von Connor. Auch wenn wir den Abwurf zu sehen bekamen, ein Tonnerritt wieder auch heute hier. Sowie auch schon in der vergangenen Woche in Hamburg, als die Siebte im dortigen Championat waren. Hier in dieser Wendung rüber zu diesem drittletzten Sprung. Schmaler Sprung, deshalb noch ein bisschen schwieriger zu taxieren, auch für das Pferd. Wirkt optisch dadurch auch noch mal etwas höher, wo er auch 1,50 Meter hoch ist, nur wie die anderen. Einen bekannten Namen darf ich ihn jetzt nennen im Zusammenhang mit dem nächsten Pferd, denn dieses heißt Charisma HS und HS steht für Hugo Simon, dem gehört dieses Pferd. Dieses Pferd ging hier noch im vergangenen Jahr mit Richard Vogel, der das Pferd in den jüngeren Jahren begleitete, viele Springen auch in der Youngster Tour mit diesem Pferd gewinnen konnte. Und dann hat sich die Kooperation aufgelöst zwischen Hugo Simon und Richard Vogel, aber sie haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis und Sergio Álvarez Moya, der championatserfahrene Spanier, hat das Pferd übernommen. Und Hugo Simon mag den persönlich sehr, sehr gerne, diesen Reiter. Und das Pferd steht auch bei Sergio Álvarez Moya in Madrid. Allerdings war er schon in Mannheim am Start. Und die Pferde Sergio Álvarez Moyas sind bei Hugo Simon dann geblieben. Der Spanier flog wieder zurück und Hugo Simon hat die Pferde jeden Tag dressurmäßig gearbeitet auch. Und das mit über 80 Jahren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sergio Álvarez Moya den Draht zu dem Pferd noch nicht so gefunden hat, wie es früher bei Richard Vogel der Fall war. Gut, Saurer ist ein 9-jähriges Pferd, dieser Holsteiner Stute von Urico. Ja.
Trotzdem, das Pferd hat Qualität. Aber er reitet für mich das Pferd auch im Tempo teilweise ein bisschen zu hoch. Kriegt es nicht geschlossen genug. Hat dadurch nicht die Möglichkeit, eine innere Stabilität in sich zu finden. Charisma hat jetzt auch aufgegeben, dem Pferd den letzten Ochse erspart. Das ist für mich noch nicht so diese Einheit, wie es sich, glaube ich, auch Hugo Simon wünschen würde. Ich glaube, die Erwartungshaltung war da auch deutlich höher, als das heutige Ergebnis zum Vorschein bringt. Emmerich George, ein Franzose, mit Diesel, in einem der zu 1,60 Meter hohen großen Preisen in Spanien in diesem Jahr schon Fünfter gewesen, in Begier de la Fonterra. Schon seit Jahren auf diesem Level, immer wieder mit beachtenswerten Ergebnissen. Und auch wenn Sie den Namen vielleicht noch nicht so allzu oft gehört haben oder gelesen haben. Aber mit diesem Pferd ist er absolut locker in der Lage, wenn alles normal funktioniert, hier in das Stechen einzuziehen. Pferd, das auch schon vergangenen Jahr in Monaco in der Global Champions Tour Etappe auf Platz 7 sprang. Und da wissen Sie, Parcours sind da 1,60 Meter hoch auch. Sehr groß hier eingesprungen in die Kombination. Und auch wenn es nur der schmale Ochse inmitten ist, dieses Doppelrick mit 1,20 Meter in der Weite, vergleichbar davor war es 1,50 Meter, wird es dann zu weit. Und der Abwurf mit der Hinterhand ist im Grunde genommen schon programmiert. Ja, und das war nix, sage ich einfach. War nix, ist so, passt überhaupt nicht zu dem, was ich Ihnen ja schilderte, was die können. Also, dass man mal zu groß sein kann, in die Kombination reiben, kann jedem passieren, ist ja ganz klar. So, hier sehen wir nochmal. Etwa 30 cm, 40 cm zu früh und die fehlen dann inmitten beim nächsten Hochweitsprung. Später wird es dann wieder ganz einfach. Und am Ochser. Zum letzten Hindernis hin passt überhaupt nichts mehr so richtig. So, mit ihm habe ich vorhin noch gesprochen im Parcours, als ich mir den ja auch angeguckt hatte und habe ihm erstmal zu seinem Geburtstag gratuliert. Denn er wird heute, oder ist heute, 35 Jahre alt geworden. Tobias Meyer, ein Weltenbummler. Ein Kind des Nordens, dort zunächst zu Hause, ging er dann nach Holland, wieder zurück und hin und her. Aber ich glaube, da hat er jetzt auch seinen festen Wohnsitz für die Zukunft wieder gefunden. Tobias Meyer, der nicht nur Mannschafts-Europameister schon als Junior war, 2006, als Top-Talent immer schon galt, auch 2021 mit Greatest Boy den deutschen Meistertitel. Das Pferd hier allerdings auch zur jüngeren Garde zählen. Mit gerade mal 9 Jahren sagte mir Tobi Meyer noch, zum ersten Mal in seinem Leben, dass dieses Pferd überhaupt so einen schweren Parcours jetzt geht. Tolles Pferd hier. Hannoveraner von Toulon Marquis Dam. Das ist so dieser Routinefehler. Noch im Grunde genommen, weil die Übersicht dann nicht so ganz locker bleibt in der dreifachen Kombination. Ich glaube, wenn er nochmal die dreifache anreiten würde, hätte das Pferd schon so viel wieder mitgenommen,
positiv daraus an Erfahrungsmomenten, um dann fehlerfrei auch zu bleiben. Aber toller Eindruck, mal auch gesehen, wie gut der Reiter ist. Das Pferdchen mit der roten Schleife, weil wenn ihm die vierbeinigen Kumpels zu nahe kommen, tritt er auch mal gerne aus. Aber das ist ein gutes Pferd und der junge Mann, das Geburtstagskind des Tages, hat auch gezeigt, wie er sein Pferd toll unterstützen kann. Hier wurde es auch so ein bisschen weit hin zu diesem Doppelrick. Einfach dann die Pferde auch ein bisschen flach dann werden. Aber viel Potenzial. Und nun der Ire Shane Breen, der auch schon Weltmeisterschaften, Europameisterschaften jeweils zweimal bestritten hat. Der in Hickstead übrigens, das ist zwischen London und Brighton gelegen, lebt in England also. Und dort auf der legendärsten Reitanlage Großbritanniens, wo auch der Nationenpreis ausgeritten wird, Englands oder Großbritanniens, wo das Derby in Hickstead ausgeritten wird. Das Pendant zum Hamburger Derby, das er auch schon gewinnen konnte. Und dort lebt er mit seiner Familie. Wundern Sie sich nicht, wenn ich Ihnen sage, auch das Pferd ist erst neunjährig. Weil auch die Top-Pferde müssen mal einen Tag Pause haben in einem internationalen Turniergeschehen. Für den großen Preis Kräfte sparen. Und irgendwann müssen ja die Nachwuchspferde auch mal mit den Aufgaben mehr und mehr vertraut gemacht werden. Und auch die ist sehr ansehnlich und es passt zu einem Ritt, den wir zuvor schon sahen, auch hier ein Zeitstrafpunkt. Eben weil Shane Breen erstmal auf die Gelassenheit Wert setzte, dass das Pferd möglichst unerschrocken solchen Parcours bestreitet, viel Positives mitnimmt und ihm gar nicht so wichtig dabei war, überhaupt innerhalb der Zeit zu bleiben. Und das Pferd hat hier so vorzügliche Ansätze gezeigt, hat natürlich auch einen vortrefflichen Begleiter im Sattel. Und sie ist mal wieder in Deutschland, wo sie lange, lange lebte. Bliss Hears, da war sie damals lange Zeit auch liiert, ich glaube sogar verlobt mit Philipp Weishaupt. War einige Jahre im Stall von Otto Becker gewesen bis 2017, also dem Bundestrainer der Springreiter, und ist dann in die USA zurückgegangen. Gehört auch da zum Championatskader und hat mit diesem Pferd Antidote de Mars von Diamant de Semi aus der französischen Zucht sehr gute Ergebnisse gehabt. In Nationenpreisen mit der US-amerikanischen Equipe siegreich gewesen. In 5-Sterne-Grand Prix unter den Top 3, Top 5 oft genug platziert. Aus der Perspektive ein bisschen schwierig zu analysieren, aber meine Vermutung, dass einfach ein bisschen zu viel Tempo nach vorne unterwegs war Richtung Kombination. Aber ansonsten hat das Paar ja gezeigt und unterstrichen, was ich von den Resultaten her Ihnen schon nannte. Die sind in der Lage, hier ein solches Springen auch locker fehlerfrei zu bestreiten. Und einmal in einer Situation, wo man dann vielleicht auch als Reiterin nicht die optimale Entscheidung für das Pferd getroffen hat, bleibt dann auch keine Chance mehr, das im letzten Moment zu korrigieren. Und dann ist die Situation auch da und Abwürfe könnten dann oder sind passiert.
Die belgische Reiterin Gudrun Pathé jetzt mit Seacoast Mona Lisa. Ein 11-jähriges belgisches Pferd, diese Stute von Bamako de Mus. Die 38-jährige Reiterin, die in Gent geboren wurde, auch schon lange dabei. Schon im Juniorenalter war sie bei Europameisterschaften, das ist jetzt 20 Jahre her, unterwegs. Hat dort auch Medaillen gewinnen können. Aber auch im internationalen Sport auf diesem Level mit tollen Ergebnissen in großen Preisen. Gehört übrigens zu ihren Ausbildern und Trainern vergangener Jahre kein geringerer als der einzige Weltmeister im Springreiten, nämlich Philippe Lejeune, als sie lange Zeit in seinem Stall war. Vielleicht haben Sie es gehört. Sie hat so ein bisschen in der Kombination oh, oh gesagt. Dem Pferd zu signalisieren, nochmal verbal ein bisschen zurückkommen im Tempo. Aber keine Chance am Aufsprung. Ja, und diese Ruhe muss dann drin sein, auch in dieser Wendung zu der letzten großen Schlussaufgabe, zu diesem schmalen Ochser hin, wo sich ein weiterer Abwurf dem anschloss. Insofern heute 8 Punkte. Und schauen Sie mal, am Anfang hatten wir gedacht, mein Gott, sind das viele fehlerfreie Ritte. Und das hat sich alles mehr und mehr relativiert. Natürlich haben wir 9 fehlerfreie Ritte nach jetzt 33 Paaren. Aber gewünscht ist auch seitens eines Parcourschefs, so ein Viertel hätte ich ganz gerne dann nachher der Starter des Normalparcours auch im Stechen. Und da ist die Quote mehr und mehr auch in diese Richtung hin tendierend. Und nun Michael Fiewig, der 29-Jährige, kommt aus Schrobenhausen. Und er hat mit Contario ein Contendro 1 Nachkommen, mit dem er schon in Spanien im Frühjahr unterwegs war, bei der sogenannten Sunshine Tour. Ein Becher, der von Derda dort auch Zweiter war, in einem bis zu 1,60 Meter hochgebauten großen Preis. Dann auch bei ebenso groß dimensionierten Hindernissen unterwegs, 10. war im großen Preis. Ende April in Hagen am Teutoburger Wald. Erstmals aufmerksam wurde ich auf ihn, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, vor ein paar Jahren, 2015, als er beim Chiemsee Pferdefestival in Ising den großen Preis gewann bei bis zu 1,50 Meter hohen Hindernissen. Da hieß sein Pferd Avalon. Schauen Sie mal, auch wenn der Name nicht so geläufig ist, aber er bestätigt das, was ich sagte, diesem Jahr immer schön akzentuiert mit den Auftritten. Auch hier ein bravouröser fehlerfreier Ritt von Michael Fiewig und Contario. Und somit Paar Nummer 10 jetzt für das Stechen. So, kurz mal mit den Augen vorbeischnuppern am Ausstellungsbereich und dann wieder Augen auf im Parcours. Für Pretty Woman, naja, da denkt man natürlich zunächst an Julia Roberts oder eben auch an Roy Orbison, aber hier haben wir einen Begleiter im Sattel, der zu den Besten des niederländischen Springsports zählt, nämlich Willem Greve. Auch er bei Europameisterschaften und auch Olympischen Spielen am Start gewesen, wie beispielsweise in Tokio mit seinem Pferd Cypria. War im Sattel von Highway, ein Bestandteil der niederländischen Equipe, die Anfang Mai den Nationenpreis in Mannheim gewinnen konnte.
Und was für eine Pretty Woman. Achtjährig, das jüngste Pferd. Und ich hatte ja schon gesagt, eben Philippe Lejeune und von seinem Pferd, mit dem er Weltmeister wurde, Vigo d'Azuil, stammt dieses Pferd ab übrigens. Auch wenn da Abwürfe jetzt noch mit auftauchen, aber für ein achtjähriges Pferd ist das wirklich eine große Herausforderung schon. Und Wilhelm Greve macht das sehr, sehr geschickt, auch hier gar nicht so auf die Zeit fokussiert. Einfach mal sagen, komm Mädchen, wir gucken mal, was bei rauskommt. Du kannst das, du musst das einfach ein bisschen weiter lernen. Und Pferde dürfen und müssen auch mal Fehler machen, denn wie wir Menschen auch aus Fehlern lernen, tun es die Pferde ja auch. So, da kommt dann eine neue Stange wieder über das Dach. Sie sind ihn. Es ist immer wieder ein unglaublicher Einsatz dieser vielen Helfer. Dankeschön dafür, dass ihr da seid. So, ganz fix liegen wieder die Stangen in den flachen Auflagen. Teilweise auch Sicherheitsauflagen, die bei einem gewissen Druckpunkt auf die Stange sofort nach unten wegklappen, damit auch die Stangen nicht zwischen die Pferdebeine womöglich gelangen und da vorhergerollt werden. Und da ist der deutsche Meister des Jahres 2019 jetzt in der Bahn mit Felix Haßmann, der den Titel in Balve gewann, mit Cayenne traditionsgemäß in Balve ja die deutschen Meisterschaften, so auch im Juni jetzt wieder. In wenigen noch. Pit Périgueux, von Périgueux abstammend, 11-jährig. Ging dieses Pferd seinen ersten internationalen großen Preis Anfang Mai in Redefin auf 1,50 Meter Level und wurde dort Sechster. Insofern ist Pit Périgueux im Vergleich zu seinem Reiter doch eher unerfahren mit dem, was hier zu überwinden ist. Aber diese Runde bestätigt uns, auch das Pferd ist mittlerweile da angekommen. Hat nicht viel gefehlt für den Nullfederritt. An der weißen Planke am Einsprung der Kombination. Da ist es passiert. Und auch jetzt hier zu den bekannten und auch großen Namen des niederländischen Springsports. Hier sehen wir so ein bisschen das Symbol des Glücks im Rasenliegen. Aber Marc Oudzacher, der ja auch schon Olympiasilber mit dem niederländischen Team gewinnen konnte in London 2012, hat neben drei Olympischen Spielen auch schon einige Europameisterschaften und Weltmeisterschaften bestritten. Und hat mit Holy Moly, ein 11-jähriges Pferd von Verdi, mit dem er in diesem Jahr auch schon Zweiter in einem 1,55 Meter hohen großen Preis war in Spanien, nämlich in Oliva.
Ja, wir sehen ja sehr schön, das ist eine der schwierigsten Passagen. Das Pferd sich doch sehr leicht tut und zuvor in anderen Situationen manchmal nicht konzentriert genug auch abgesprungen war, einfach nicht achtsam genug und es dadurch zu den Fehlern kam. Zeitstrafpunkte oben drauf. Outsacher hat so ein bisschen einfach das Pferd auch nochmal ruhiger auf dem Hinterbein versucht zu schließen. Mehr Sicherheit im Ablauf dadurch zu erzielen und auch dementsprechend mehr Komfortabilität beim Sprung, was ihm ja auch dann gelungen ist. Und nun schauen wir mal ein bisschen innerfamiliär, wie der Vergleich ausfällt. Da haben wir ja einige Möglichkeiten heute hier. Da sehen wir Max Walkman hier, den Iren, dessen jüngerer Bruder Tom schon geritten war, allerdings dann nach einigen Abwürfen aufgab. Und Max Walkman, der 20 Jahre alt ist, war im vergangenen Jahr hier Zweiter gewesen im Großen Preis von Wiesbaden mit Bernux. Donegal, französisches Pferd, 10 Jahre alt. Kombination übrigens von Steilsprung zu Ochser in einer Entfernung von 8,10 Meter gebaut. Nicht unbedingt zu eng, dass die Pferde zu sehr zurückkommen müssten und sehr schnell einen Vorderhandfehler bekämen. Aber wenn es denn sein soll, dann passiert es halt. Hier deutliche Platzprobleme, hatte die Galoppade nicht genügend zurückbekommen, damit das Pferd etwas mehr Luft zum Hindernis hatte beim Absprung. Folgefehler zum Schlusssprung hin, auch wenn er heute innerfamiliär der Bessere war, aber mit 13 Punkten ist das für ihn auch nicht unbedingt ein überzeugendes Resultat. Und wir schauen auf die nächsten Vergleiche zwischen zwei Brüdern, denn Maximilian Weishaupt, der jüngere der Weishaupt Brothers, war schon unterwegs mit Abwürfen und nun kommt natürlich eine der Größen des deutschen Springsports, Philipp Weishaupt, der schon so lange in Riesenbeck im Stall von Ludger Beerbaum ist, zweimal deutscher Meister wurde, den großen Preis von Aachen gewann, in so vielen Nationen Preisteams stand, dort siegreich war, auch bei den Europameisterschaften 2017 in Göteborg mit dabei war, wo er mit Cornwall einen tollen 12. Platz in der Einzelwertung belegte. Philipp Weishaupt, der sich ja vor etwa 10 Wochen beim Spazierengehen den Fuß gebrochen hatte, sitzt erst wieder seit etwa 2,5 Wochen überhaupt im Sattel. Hamburg vergangenes Wochenende war sein erstes Turnier. Aber da in Riesenbeck so hervorragend Reiter ja auch das Ganze dann unterstützen, wenn er nicht kann, Christian Kuckuck beispielsweise und ein ganzes Team, sind die Pferde natürlich prächtig fit gehalten worden in der Abstinenz eines Philipp Weishaupts. Und Azatir ist ein so erfolgreiches Pferd, das darf ich ja mal sagen, 16-jährig. Dieser Franzose von Diamant de Semilly. Nach einem solchen Routine passiert mal ein Abwurf. Schon vor über 5 Jahren waren sie Zweite im Weltcup-Springen, dem großen Preis von Stuttgart gewesen.
Ja, und auch heute überraschend zwei Abwürfe für Philipp Weißhaupt. Insofern keiner der Weißhaupt-Brüder, genauso wie der Walkman-Brüder, im Stechen dabei. Und wir haben immer noch 10 Paare, denen das gelang. Und damit sind wir jetzt genau bei einem Viertel der Paare, also dem Wunschergebnis eines Parcourschefs und Veranstalters. Wobei das 40. Paar jetzt kommt. Und da können wir auch so ein klein bisschen die Tür des innerfamiliären Vergleichs aufschlagen. Wenn jetzt Annelies Forselmans, die Belgierin, zu sehen ist, die nämlich die Lebensgefährtin ist von Jeroen Dubbeldam. Und der hat ja den Einzug in das Stechen schon buchen können. Annelies Forselmans. Zum ersten Mal wurde man auf sie aufmerksam, als sie den damals noch international ausgerittenen Großen Preis von Oldenburg gewann. Im Jahr 2011, so 1,50 Meter hoch damals. Aber längst angekommen in diesem Jahr mit Curly, auch in einem bis zu 1,60 Meter hochgebauten Großen Preis Belgiens, Vierte gewesen. Iron Man, ihr Pferd, 13-jährig von den Doktoren. So, jetzt kommt noch mal so eine dieser Schlüsselstellen. Aber ganz, ganz stark wie Annelies Forselmans mit ihrem Pferd das hier macht. Fehlerfrei und damit ebenfalls im Stechen trifft sie dort auf ihren Herzbuben. Erneut auf Jeroen Dubbeldam. Da hat sie sich auch reiterlich weiterentwickelt. Im Stall von Jeroen hat das hier souverän nach Hause geritten. Die ja eher zierliche Reiterin auch. So, und dieser Mann trägt einen sehr, sehr bekannten Namen, nämlich Whittaker. Vorname Jack. Und Jack Whittaker ist der Sohn von Michael Whittaker. Neben seinem Bruder John Whittaker natürlich eine Größe des britischen Springsports. Michael Whittaker unter anderem ja auch Olympiasilber gewonnen. Damals in Los Angeles schon mit der Equipe 1984. Hat den großen Preis von Arc gewonnen. Vieles mehr. Und sein Sohn schickt sich sehr gut an, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. War übrigens im vergangenen Jahr schon Fünfter des Weltcup-Finales in Leipzig mit Valmin, aber mit Queen America Pavarotti oder Paravati wird das heute nichts mit dem Stechen. Übrigens ist der junge Mann 21 erst. Aber man sieht schon, was für ein Talent dieser junge Bursche hat. Lockere Runde. Bisschen Glück wäre er auch im Stechen dabei. Heute nicht. Jack Whittaker.
Und einer dieser neuen jungen deutschen Springreiter, der schon sehr erfolgreich ist und Anschluss an den Spitzensport gefunden hat, aber eben auch über die Laufbahn, die so vergoldet wurde im Youngster-Sport, also als Junior und junger Reiter, ist er hier, nämlich Philipp Schulze-Tophoff. Seine Schwester Marie, auch in diesem Springen schon dabei, hat allerdings Abwürfe gehabt. Er war Europameister bei den jungen Reiterinnen und jungen Reitern gewesen. Das Pferd wurde dann verkauft, Concordes. Hat Carla und Clemens im Stall, die in großen Preisen oder sogar in der Global Champions Tour, wie Clemens in Madrid sogar in diesem Jahr Vierter wurde. Und dann auch Avantos von Apeccio, dieser Westfale, 12-jährig. 24 ist er, dieser Philipp Schulze-Tophoff. Hat schon einige Verletzungen, Knochenbrüche hinter sich. Bei Trainingsunfällen zu Hause zugezogen. Hat sich aber nicht unterkommen lassen oder... Und ist ein großartiges Talent. Tja, Apeccio mal Potsdam. So die Blutlinie, auch wenn das Pferd hier einen Abwurf macht. Aber das ist natürlich dieses Land... Gestützblut aus Warendorf, was wir hier sehen. Und mit Potsdam, dem Muttervater, haben wir natürlich auch ein tolles Pferd, das früher zu den Besten gehörte, was der erst jüngst verstorbene Heinrich Wilhelm Johannsmann früher im internationalen Sport sehr erfolgreich geritten hat. Auch nur so, ein Abwurf, so knapp am Stechen vorbei, aber er hat uns gezeigt, wie toll er das macht, schon Philipp Schulze-Tophoff, schön abgeklärt, ruhig. Also das Wetter ist natürlich ein Geschenk für jeden, egal wo man ist, aber vor allem auch für die Veranstalter hier in Wiesbaden, die das ja alles im privaten Engagement machen. An der Spitze ist Sina Dickerhoff, dann Hans-Dietrich Rahn, ein toller Vorstand drumherum. Und die haben die letzten Jahre natürlich auch gelitten mit dem schlechten Wetter und insofern für Sie diesmal auch Möglichkeiten, wieder ein bisschen mehr Zuschauer auch begrüßen zu können, hier im Schlosspark zu Biedrich als die Jahre zuvor. Und da sehen wir jetzt Ansgar Holtkas Junior in den USA beheimatet. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter US-Amerikanerin und sie war selbst erfolgreich im internationalen Springsport, Alan Holtkas. Und er lebt in den USA, wo er auch bei den North American Championships schon den Mannschaftstitel im Nachwuchssport und Einzelsilber gewinnen konnte. Ja, aber auch dieser gerade mal 18 Jahre alte Reiter zeigt schon, welche Veranlagungen in ihm unterwegs sind im Sattel. Dann hätte ich zum einen gesehen, dass der viel jünger aussieht als 50. Und zum anderen, dass hinter den Namen Jörg Herz steht. Das war der Sohnemann. Bitte, Entschuldigung, er ist 18. Das ist der Vater. Hallo, Ansgar. Vier Paare haben wir noch im Normalparcours. Dann werden wir nochmal zurückschauen auf die, die vor der
Sendezeit schon unterwegs waren im HR Fernsehen. Vielleicht sind sogar nur drei, weil ich sehe gerade, dass eine Reiterin, die eigentlich ihren Start geplant hatte, doch wohl ihr Pferd zurückgezogen hat. So sehen wir Olivier Robert schon aus Frankreich, der auch bei den Europameisterschaften in Riesenbeck 2021 in der Equipe Tricolore unterwegs war, als Frankreich Platz 6 belegte. Und das heißt, dieser Reiter hat natürlich auch schon sehr viel Erfahrung und auch sehr gute Ergebnisse auf dem höchsten Level des Springsports, auch mit Top-Platzierungen und auch Siegen in großen Preisen auf dem Level bis zu 1,60 Meter. So, jetzt nochmal die Daumen drücken für Olivier Robert. Und dann ist er mit diesem 10-jährigen Pferd aus der niederländischen Zucht Iglesias im Stechen dabei. Das Dutzend ist voll. 12 Paare für das Stechen jetzt im Moment. Könnte mir vorstellen, dass es unter Umständen auch noch ein weiteres Paar schaffen könnte. Dazu aber erst später mehr. Da sehen wir im VIP-Bereich Federico Fernandez sitzen, den mexikanischen Springreiter, der hier mit Abwürfen unterwegs war. Und Jade von Cardento ist hier zu sehen, diese 10-jährige Schimmel mit einem Namen, den man noch nicht so auf der Liste hat. Enigo López de la Osa Franco. Er reitet für Monaco. Der ist im Stall von Piet Reimakers. Piet Reimakers kennen Sie noch, der Mannschafts-Olympiasieger wurde in Barcelona. Ist 1992 Einzelsilber gewann mit Classic Touch, die danach ja zu Ludger Beerbaum in den Stall kam. Nein, mit Ratina Z, die ja zu Ludger Beerbaum in den Stall kam. Classic Touch gewann ja mit Ludger Beerbaum damals Einzelgold. Und Piet Reimakers hat mir gestern noch gesagt, du, der ist jetzt vom Jahr gekommen, da sprang er über 90 Zentimeter. Und wir sind dran, uns weiterzuentwickeln. Naja, ein gewaltiger Sprung innerhalb eines Jahres. Mal in der Sprache des Fußballs übersetzt, dass Sie mal wissen, in der Einordnung 90 cm zu dem, was wir hier sehen, heißt von der Kreisklasse mindestens in die Bundesliga und da jetzt mitzuspielen. Ja, und so ganz verbergen kann er sein Erfahrungsdefizit noch nicht. Gute Ansätze sind absolut gegeben. Also, 12 Punkte, muss er sich nicht grämen. Respekt. Mal schauen, ob wir den Mann des Öfteren noch zu sehen bekommen, auch auf internationalen deutschen Turnierplätzen. Und zum Schluss wird noch José María La Roca zu sehen sein. Sein Sohn war ja schon unterwegs
allerdings nicht fehlerfrei. Und er hat das Zeug dazu, der ja einige Olympische Spiele und Weltmeisterschaften bestritten hat. Der mit diesem Pferd Finente auch bei den Pan American Games die Silbermedaille schon gewann 2019. Sehr beständig in großen Preisen ist. Auch auf höchstem Level, wie etwa in Paris oder Lyon im vergangenen Jahr, Vierter und Fünfter wurde. Ja, und das ist eine herausragende Klasse, die hier José María La Roca und Finlente zeigten. Damit als 13. Paar qualifiziert für das Stechen. Der Normalparcours ist abgeschlossen. Und die Zeit, bis das Stechen beginnt, wollen wir vielleicht mal überbrücken mit denjenigen, die vor der Sendezeit schon im HR-Fernsehen unterwegs waren. Und dann sehen Sie auch mal die Klasse, die einfach hier auch in Wiesbaden unterwegs ist. Top-Paare sind hier, aber eben auch neue Paare, neue Gesichter im Sattel. Das ist dieser tolle Mix. Und da wollen wir zunächst erst einmal beginnen mit Manel Fernandez Zarro, der auch Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften mehrfach bestritten hat. Der lange trainiert hat im Stall bei Paul Schockemöhler auch, der Mann, der aus Sevilla kommt. Er war der zweite Starter hier heute in dieser Prüfung. Natürlich nicht nur ein erfahrener Reiter, auch das Pferd hat schon in großen Preisen und Nationenpreisen exzellente, fehlerfreie Runden absolviert in den vergangenen Jahren. Und auch heute hier in Wiesbaden, das war die Ouvertüre für das Stechen, der erste fehlerfreie Ritt hier heute Nachmittag im Schlosspark zu Biebrich durch Manuel Fernandez Zarro und Jardin de Torres. So, da schaut er noch mal ganz kurz. Matthias Lörheden Johansson, der Däne, 29, der am Chiemsee auf Gut Ising beheimatet ist, im Stall von Dietmar Gugler, der früher sehr erfolgreich war als Bundestrainer des Junioren- und Junge Reiter Springsports. Und Matthias Lörheden Johansson hat hier mit Franco ein Pferd unter dem Sattel, das er seit
einigen Monaten erst im Stall hat und mit dem er schon am vergangenen Sonntag auch im Großen Preis von München Platz 9 belegen konnte. Ja, und Dietmar Kuckler ist ein Macher, das darf ich mal in Erinnerung rufen. Angelika Augustsson Zanotelli heute heißend. Er hat sie groß gemacht, hat Weltcup-Springen dann gewonnen, große Preise in der Championatsequipe Schwedens dabei. David Will beispielsweise, der ja von der Chiemsee-Region kommt und jetzt in Dagobertshausen, Hessen lebt, vergangener Sieger im Großen Preis von Wiesbaden, der so viele tolle Erfolge feiern konnte. Auch er, einer, der durch Dietmar Kuckler einfach weiter nach vorne gebracht wurde. Und Matthias Nörheden Johansen ist die nächste Adresse und ich kenne ihn jetzt schon seit einigen Jahren und seine reiterlichen Qualitäten wachsen, hat natürlich auch tolles Personal unter dem Sattel salopp gesagt und heute im Stechen dann als zweiter Starter am Start. Und Viktor Bettendorf, der schon seit 7, 8 Jahren international unterwegs ist mit sehr bemerkenswerten Resultaten. Er hat heute Winime gesattelt, Big Star gesattelt und wird voraussichtlich morgen sein bestes Pferd starten, Mr. Tag, mit dem er schon 3 internationale große Preise in diesem Jahr auch dann gewann und im vergangenen Jahr insgesamt zusammengezählt. Mindestens 3, aber vor allem in Paris den 5-Sterne-Grand Prix. Der Luxemburger, der absolute Top-Reiter dieses kleinen Nachbarlands von Deutschland. Nein, wirklich stark auch hier geritten. Viktor Bettendorf mit diesem Pferd von Untouchable. Und in der Reihenfolge, wie sie sich ja qualifiziert haben für das Stechen, werden sie jetzt auch gleich in wenigen Augenblicken im Stechen um den Sieg an den Start gehen. 13 Paare sind dabei. Der Spanier Fernandez Saro beginnt. Der Argentinier José María La Roca wird Schlussstarter sein. Hier sehen wir die Reihenfolge. Jeroen Dubbeldam, Billy Turmy, Penelope Leprevaux. Ganz, ganz bekannte, erfolgreiche Größen des Springsports. Ruben Romp und dann Michael Jonk, Paola Melibia, Michael Viehweg. Das sind die beiden deutschen Farben mit Jung und Viehweg. Annelies Vosselmans, Olivier Robert und wie gesagt zum Abschluss dann kommt noch José María La Roca. Das bleibt spannend, weil eben ein so erfahrenes Paar zum Schluss kommt. Das ist immer die Frage, wenn man morgen im Großen Preis, übrigens ja bei uns in der Kombination mit der Aufstiegsfeier des SV Darmstadt 98, Ihnen im HR-Fernsehen übertragen von 16 bis 18.30 Uhr, dann noch ein bisschen Körner drin behalten will für dieses Top-Ereignis, dann reitet der andere oder der andere vielleicht heute nicht volle Pulle in diesem Stechen jetzt. Stechparcours ganz anders in der Linienführung. 8 Hindernisse jetzt noch mit 9 Sprüngen. 2 neue Hindernisse sind auch dabei. Wir schauen einfach mal, wie es langläuft. Übrigens mit dem vorletzten Sprung, dem weißen Stallsprung, beginnt der Stechparcours. Knapp 400 Meter lang, erlaubte Zeit 59 Sekunden. So, und dann kommt das erste der beiden neuen Hindernisse. Hier der Pfingstturnier Ochsa. Zweifache Kombination. Auch hier in der Reihenfolge Sprung Nummer 8. Wie im Normalparcours kommt jetzt aber so ein Hohler aus der Wendung heraus. Dieser nächste neue Sprung mit dem Steilsprung.
Und jetzt nochmal wie im Normalparcours. Die Hindernisse Nummer 2, 3 und 4. So, und jetzt die Frage, wie gerade oder wie schräg reite ich an den hohen und weiten Ochser an? Richtig gemacht hier der erste Starter. Fehlerfrei und damit mit 44,22 Sekunden natürlich ein tolles Ergebnis schon einmal abgeliefert. Von der Zeit her durchaus noch schneller gestaltbar. Ob vom Ergebnis davor mit Null ist die Frage. Matthias Nürtreten, Johansson. Das ist natürlich unglücklich, wenn man gleich den ersten Sprung, den Abwurf hat. Sehr schön hier die Zwischenzeit, da ist er doch deutlich langsamer. Aber mit einem Abwurf hat er natürlich auch sowieso keine Chance, jetzt hier vorbeizukommen am Spanier. Trotzdem in der noch relativ jungen Kooperation eine weitere Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg sind in der Kooperation zwischen Reiter und Pferd nach München. Auch heute wieder in dem zweitbedeutendsten und schwersten Springen des Turniers in Wiesbaden. Im Stechen dabei mit einem unglücklichen Abwurf. Das gesamte Paket passt sehr gut hier bei diesem Paar schon. Viktor Bettendorf. So, und hier sehen wir schon, dass er es gleich wesentlich schneller angehen lässt. So, und das ist natürlich das Risiko, was dann mitgaloppiert. Denke mal, taktisch sehr klug ausgerichtet die Runde des Spaniers Fernández Saro. Wissen, dass er nicht das schnellste Pferd für diese Stechen hat im Vergleich zur Konkurrenz. Und insofern lieber einigermaßen normal in der Zeit unterwegs, den Nullfederritt absichernd und darauf hofft, dass genau das passiert. Bei den schnelleren Sprintern, die dann eben einmal ein bisschen zu tief unterwegs sind. Und da ist er wieder, der große Champion, Jeroen Dubbeldam mit Investment, von Kanen abstammend, niederländisch gezüchtet. Für ihn so ein bisschen ein Investment, auch wieder Anschluss zu finden an die großen Momente des Sports, die er so oft in seinem Leben schon durch seine Pferde auch geschenkt bekam. Doch deutlich langsamer als Fernández Saro. So, zum Schluss noch mal so ein bisschen mehr rausgeholt vom Tempo in der Linienführung, so ein klein bisschen direkter geritten zu den Sprüngen. Insofern knapp hinter dem Spanier jetzt zweiter Jeroen Dubbeldam mit Investment. Thank you.
Belly Toomey, der ihre mit dem gerade mal auch 9-jährigen Pferd Uriko. Die Pferde müssen galoppieren können. Diesen großen Platz auch letztendlich mit der Galoppade ausnutzen. Dadurch Vorteile sich erarbeiten, aber das gelingt Toomey jetzt ja auch nicht so. Aber auch in der Schlusssequenz noch mal ein bisschen mehr angegriffen. 44,88. 1500stel langsamer als zuvor. Doppeldamm jetzt drittbester. Billy Toomey mit dem jungen 9-jährigen Uriko. Das jüngste Pferd im Stech. Ich vermute, da wird in Kürze eine Ablösung auf Position 1 stattfinden. Penelope Le Prevot Bingo. Ob sie es schon macht, da war auch ein Michael Jung, der kommt, wird angreifen, vermute ich. Die beiden haben genügend Erfahrung. Die haben letztes Jahr schon einige Top-Ergebnisse in 1,55 Meter hohen internationalen großen Preisen gehabt. Also da ging es ja auch schon im Stechen zur Sache. Und Penelope Le Prevot schnuppert an der Bestzeit hier. Sie ist dran. Sie kann sie sich holen. Jetzt noch einmal warten, aufnehmen und dann wird es knapp. Aber, und dadurch schafft sie es nicht. Diese 3/10 ist etwa dieser eine Galoppsprung mehr, den sie nochmal sich Zeit genommen hat, um dann nicht am Spanier Fernandez Saro vorbei zu galoppieren. Das siebte Paar im Stechen, Ruben Romp aus den Niederlanden mit Hanuk. Die beiden, die übrigens in Italien einen 1,50 Meter hohen großen Preis in diesem Jahr in Gola Minore schon gewinnen konnten. Übrigens, das Pferd steht im Besitz des Schlussreiters dieses Stechens, nämlich von José María La Roca. So, jetzt lässt das Pferd galoppieren. Die erste Distanz, größer abgesprungen, hält den Fluss, sodass er die Option jetzt noch sich offen hält und auch die Möglichkeit, an die Zeit ranzukommen. Und genau diese Schlussoffensive hätte sich fast noch belohnt, aber der Abwurf und an der Zeit trotzdem nicht ganz dran. Ruben Romp, sein Pferd, wurde immer schneller und damit auch ein bisschen flacher. Hier sieht man auch etwas groß abgesprungen. Da kriegt das Pferd nicht mehr diese Höhe, diese Kurve über dem Sprung so. Und jetzt Michael Jung mit Fischer Duo Power. Ganz starker Normalparcours. Die Frage ist, inwieweit er schon mit dem Pferd so weit zusammen harmoniert, auch im höheren Tempo einfach die Aufgaben zu gestalten. Jetzt springt natürlich unwahrscheinlich üppig
und lässt natürlich auch durch das sehr hohe Überwinden der Hindernisse immer mal Bruchteile einer Sekunde mehr in der Luft liegen. Aber er ist dran. Und wenn ihm das gelingen sollte, jetzt auch noch mal so ein bisschen diese Pace zu machen in dieser Schlussphase, dieses Stechens. So, er hat die Galoppade dran, er hat die Hinterhand drunter und sein Pferd ist geschlossen genug in der Galoppade unterwegs, um fehlerfrei zu bleiben. Und dann und dann und dann ist er wieder nur knapp, ja, langsamer. Und im Moment Dritter hinter Fernandez Sano, Penelope Leprevaux, jetzt Michael Jung. Aber trotzdem, da muss er sich nicht grämen. Haben Sie gesehen, Klopfen am Hals, Lob fürs Pferd. Das Pferd ist super gesprungen. Er ist großartig geritten hier, Michael Jung. Da haben wir die Spanierin, Schrägstrich Mexikanerin, Paola Amelibia jetzt. Mit Diamonds Are Unique. Wird es für Sie auch so eine einzigartige Runde eines Diamanten unter dem Sattel? Aber so wie es jetzt ausschaut, attackiert sie nicht unbedingt das Ergebnis von der Zeit her ihres ja früheren Landsmannes. Und dann ist die Frage eh beantwortet, ob sie es hier gewinnen könnte oder nicht. Bleibt dem Tempo treu. Sie kennt natürlich das Pferd und weiß auch dann, ob das Pferd eher lieber in Ruhe weitergeritten werden sollte, um auch weiter etwas Erfahrung zu sammeln, beiden insgesamt auch mehr Sicherheit zu geben. Insofern hatte sie heute nicht die Chance, hier in die führenden Ergebnisse mit einzugreifen. Also ein Startzielsieg von Manuel Fernandez Sano hätte ich jetzt hier weniger erwartet. Aber es sind ja noch vier Paare, die das unter Umständen vereiteln könnten. Und Michael Viehweg mit Contario, hat ihn ja gesagt, der war in Spanien schon Zweiter in einem der 1,60 Meter Grand Prix und hat ein Pferd, das mit guter Galoppade ausgestattet ist und an der schnellen Frequenz, also nach der Landung, sehr schnell wieder die Galoppade fortsetzt. Sehr schnell auch über die Hindernisse kommt. Wenn die Höhe drin bleibt, kann es was werden. So, 0,59 Sekunden. So, möglichst einfach gleichmäßig, aber hier muss er noch mal ganz kurz so ein bisschen dranbleiben, hinten sitzen, warten. Und dann galoppiert die Zeit einfach weg, weg und auch wieder um 0,3 Sekunden über die des Spaniers. Im Moment jetzt Dritter, übrigens nur eine Hundertstel hinter Penelope Leprevaux in der Zeit, die Zweite ist. Aber eine Bestätigung, wie gut das Paar in diesem Jahr unterwegs ist und es auch schon im vergangenen Jahr war. Die Rundumeldamm hinter Michael Jung, der auf Platz 4 liegt, Fünfter. Ich weiß nicht, vielleicht hat er seine Lebensgefährtin Annelies Forstelmanns noch mal einen Tipp mitgeben können, die jetzt ja zu sehen ist mit Iron Man. Aber mit Sicherheit war das nicht ein Tipp des großen Champions und Olympiasiegers, die Rundumeldamm.
Ja, mit diesem Abwurf in der langsamsten Zeit derer, die vier Punkte nun hatten, ist sie im Moment gerade mal Zehnte. Olivier Robert, José María La Roca. Sie beiden kommen noch. 44,22 Sekunden. Das ist die führende Zeit. Schneller ging es ja schon bei Viktor Bettendorf. Fast eine Sekunde schneller, allerdings mit einem Abwurf. Olivier Robert und Iglesias. So möglichst schon so ein bisschen leicht schräg den ersten Sprung angeritten, damit man gleich die Innenbahn besser erwischt zum zweiten Hindernis. Ja, für ihn auch keine Chance, haben wir aber auch schon gleich im Grunde genommen einschätzen können, dass er nicht mit diesem Pferd gegen die Zeit des Spaniers reiten würde. Da kommt natürlich zu allem Überfluss der Abwurf. Der reicht ihn dann natürlich auch im Tableau durch so ein wenig. Jetzt auf Platz 10 für Olivier Robert. Finnlente und José María La Roca. Die beiden, die eine so große Beständigkeit haben in diesem Topsport, auch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen dabei waren. Sie haben das Zeug dazu, auf jeden Fall hier das Springen auch zu gewinnen. Dieses Pferd kann einen großen Galoppschwung rauslassen. So, und das wird es jetzt auch zeigen. So, Ruhe in der Distanz zur zweifachen Kombination sich erhalten. Und auch hier, und da hat er schon früh, schon über dem Sprung, den inneren Bügel ein bisschen mehr durchgetreten, die Wendung dadurch mit eingeleitet. Und damit hat er vielleicht, auch wenn uns die Zwischenzeit fehlt, auf jeden Fall noch die Nähe zur Topzeit von 44,22 erhalten. Und er ist dran. Er ist dran. Und wenn er jetzt in Ruhe den letzten Sprung hinbekommt, dann gewinnt er dieses Springen. José María La Roca, jawohl. Er gewinnt hier vor Manuel Fernández Saro, Le Penelope Le Prevot, Michael Fiebig und Michael Jong, das ist das Resultat. Die Letzten sind die Ersten hier in Wiesbaden, meine Damen und Herren. Und Sie haben ja morgen die Chance, wieder mitzufiebern. Ab 16 Uhr im HR-Fernsehen und auch im Livestream. Alles hier aus Wiesbaden mit der Aufstiegsfeier des SV Darmstadt 98. Freuen Sie sich auf den Pfingstmontag hier im Schlosspark. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen bis morgen.